Die zentrale gesellschaftliche Botschaft von diesem Wahlabend lautet doch, dass die Parteien, die im Zweifelsfall mit der AfD stimmen, dass die abgestraft worden sind. Das ist ein wichtiges Signal für Demokratie und solidarisches Miteinander. Und nach dem Sündenfall von Erfurt war dieses Signal auch notwendig. Die Kemmerich-Koalition hat verloren. Und die Krise der Union geht weiter. Dieser Wahlkampf war von Anfang an eher angelegt und inszeniert als ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und Grünen. Das ist eine Situation, wo es für eine Partei wie die Linke dann immer schwierig wird. Und wir können sagen, trotz dieses Kopf-an-Kopf-Rennens über lange Phasen des Wahlkampfes haben wir als Linke prozentual zugelegt. Und wir haben, da es auch eine höhere Wahlbeteiligung gibt, mit Sicherheit auch in den Stimmen zugelegt. Das ist ein echter Erfolg und deswegen an diesem Moment ein Riesenkompliment an die Linke in Hamburg. Wir sind aus einem weiteren westdeutschen Bundesland nicht wegzudenken. Weiß noch, Lothar Bisky hat beim Gründungsparteitag unserer Partei gesagt, gekommen, um zu bleiben. Für die Linke in Hamburg gilt das allemal. Respekt für eure Arbeit. Und meine Kollegin Konstanze Abratzky hatte die Gelegenheit, direkt danach auch nochmal mit Katja Kipping zu sprechen. Worüber freuen sich denn mehr, Frau Kipping? Über das Wahlergebnis der Linken oder dass die AfD es wahrscheinlich nicht geschafft hat? Na, zunächst freue ich mich auch mit Blick auf die vielen Wahlkämpfenden in Hamburg und unsere tolle Spitzenkandidatin Cansu Özdemir, dass wir wahrscheinlich prozentual zugelegt haben und auf jeden Fall in absoluten Stimmen. Das ist auch verdient und das ist gut, dass wir nicht nur stabil sind, sondern sogar noch zugelegt haben. Zum jetzigen Zeitpunkt muss man das ja immer mit einer gewissen Vorsicht genießen, ob jemand die 5% heute schafft oder nicht. Aber was auf jeden Fall schon klar ist, dass die Parteien, die im Zweifelsfall mit der AfD stimmen, dass die klar verloren haben. Also die Kemmerich-Koalition hat verloren und das war nach dem Sündenfall von Erfurt ein wichtiges Signal. Das war ein wichtiges Signal, sagen Sie. Jetzt geht ja die Diskussion weiter in Thüringen. Also diese Schockwellen, die von da aus ausgehen. Wie bewerten Sie das denn eigentlich, was jetzt gerade stattfindet in der CDU? Also bei der CDU muss man sagen, die hat zum einen eine historische Debatte aufzuarbeiten, dass sie immer noch an der Hufeisentheorie festhalten, was ja de facto Hufeisentheorie besagt, ja, dass sie sich gleichermaßen gegenüber linken Demokraten wie der Höcker-AfD abgrenzen. Das ist natürlich nicht haltbar. Aber ist es denn nicht auch dann sinnvoll, wenn die Linke klar sich positioniert, ob eben diese Frage, ist der DDR ein Unrechtsstaat oder nicht, mal dazu eine klare Meinung äußern? Ich finde, wir ganz klar über das Unrecht in der DDR reden. Und ich habe heute auch ganz klar gesagt, für uns Linke ist klar, wir sind froh, dass die Mauer weg ist und dass Menschen beim Versuch, ein Land zu verlassen, sterben mussten. Ein Unrecht ist, für das es keine Rechtfertigung gibt. Was aber nicht geht, ist, dass die AfD, finde ich, hier anfängt, eine Gleichsetzung von rechts und links zu machen, weil das läuft am Ende immer auf eine Verharmlosung, eine erschreckende Verharmlosung des Holocaust hinaus. Und deswegen ist das nicht tragbar. Ich wollte noch einen zweiten Punkt zur CDU sagen. Was man auch bei der CDU merkt, ist, die haben gerade kein Machtzentrum mehr. Und ganz viele Äußerungen, die da jetzt kommen über Twitter und vor Kameras, sind eher einzuordnen als innerparteilicher Wahlkampf innerhalb der CDU, wo sich einzelne Männer aufstellen wollen für die Zeit nach Merkel. Also das geht wieder vorüber, heißt es dann ja eigentlich. Sind Sie denn überzeugt, genauso überzeugt wie Bodo Ramelow, dass er wieder Ministerpräsident wird? Ja, wir wissen, dass mehr als 70% der Menschen in Thüringen Bodo Ramelow wollen. Insofern freue ich mich darauf, ihn dann zur Wiederwahl als Ministerpräsident zu gratulieren. Inwieweit die Vereinbarung hält, das können wir definitiv erst dann nach der Wahl sagen. Aber so oder so, entweder wird jetzt gewählt oder es kommt zeitnah zu Neuwahlen. Und nach den Neuwahlen kann man wirklich mit einer satten Mehrheit für Rot-Rot-Grün in Thüringen rechnen. Es hat mich so ein bisschen gewundert, dass nicht auch die Linken Bodo Ramelow mehr auf Neuwahlen setzt, sondern sich lieber für diesen ja etwas faulen Kompromiss dann dort einsetzt. Nein, Sie müssen ja wissen, um Neuwahlen in die Wege zu leiten, braucht man ja, kann man ja nicht einfach machen, weil man es als Linke will, sondern da muss ja ein Prozedere in Gang gesetzt werden. Und dadurch, dass es keine Minister mehr gibt, der Ministerpräsident schon abgedankt hat, kann das niemand mehr in Gang setzen. Das heißt, es braucht einen Zweidrittelbeschluss dazu im Bundestag oder es braucht einen neuen Zweidrittelmehrheit im Landtag oder es braucht halt einen neuen Ministerpräsidenten. Aber das ist natürlich so jetzt sehr viel Verfahrenshickhack. Um es nochmal einzuordnen, in Thüringen hat es einen historischen Dammbruch gegeben, weil CDU und FDP sozusagen bereit waren zur Kumpanei mit der AfD.
Und dafür wurden die Parteien abgestraft und das ist ein wichtiges Signal. Trotzdem, Neuwahlen wären wahrscheinlich das Beste für das ganze Land. Gucken wir nochmal zurück auf die Hamburg-Wahlen. Was lesen Sie denn daraus für die Linken heraus? Angekommen in Westdeutschland, aber so ein bisschen mit den Themen, da jagen Ihnen ja eigentlich die Roten, die anderen Roten, die Themen ab. Wohnungsnot, Klimaschutz. Na, in Hamburg sind wir als Linke ja die einzige Partei, die sich klar für einen Mietendeckel eingesetzt hat, was ein sicherer Schutz für die Mieterinnen und Mieter vor explodierenden Mieten ist. In Hamburg sind wir die Partei, die als einzige wirklich konsequent die Aufklärung von Steuerbetrug im großen Stil einfordert. Und in Hamburg hat es ja sehr krasse Fälle von Cum-Ex-Steuerbetrug gegeben, wo die öffentliche Hand um 47 Millionen Euro betrogen wurde. Also inhaltlich stehen wir da wirklich gut da, auch unserer Fraktion in der Bürgerschaft. Aber da dürfte man ja eigentlich denken, dass es mehr Prozente gibt, außer so einem halben Prozent nach der ersten Prognose. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, finde auch, dass wir ruhig noch hätten zweistellig werden können. Aber wir freuen uns erstmal über den Zuwachs und man muss ja auch sagen, das hat ja unter ganz bestimmten Bedingungen stattgefunden. Der Wahlkampf unter Bedingungen, wo der Wahlkampf lange Zeit ein Duell zwischen SPD und Grünen war. Und so eine Duellsituation, die sind für die Linke nie leicht. So, und insofern denke ich, haben wir aus einer schwierigen Situation das Beste gemacht. Und was man vielleicht auch noch mal als eine Schlussfolgerung ziehen muss, ist, dass in dem Moment, wo wir nicht in der Machtfrage eine Rolle spielen, das noch mal schwieriger ist, unsere guten Inhalte in den Mittelpunkt zu stellen. Daraus muss man schon also ran an die Macht. Nicht um jeden Preis, aber natürlich sozusagen mit der klaren Ansage, wir wollen unsere guten Inhalte auch wirklich umsetzen. Dafür brauchst du aktive Bewegung, aber dafür brauchst du halt auch andere Mehrheiten im Parlament, auf Bundesebene und finde auch andere Regierungsmehrheiten. Herr Jacke-Bing, vielen Dank. Gerne.